Digga, schon wieder Krankheit, Schmerzen, Husten. Wir machen heute Zwiebelsaft. Ihr braucht Honig, ein Glas, was ihr abdecken könnt, und eine Zwiebel. Jetzt machen wir Hustensaft. Zwiebel geschnitten, Gefäß, halb voll, vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt haut ihr da ordentlich Honig drauf, auf die Zwiebel. So, schaut mal. Dann haut ihr ordentlich Honig drauf. Also manche sagen 2 Löffel, manche sagen auch mehr. Ich mache das so, dass das ganz gut abgedeckt ist. Dann stellt ihr das Ganze in den Kühlschrank, lasst das Ganze ordentlich durchziehen ein paar Stunden und gießt den Saft, der entsteht, durch ein Sieb in ein Glas und trinkt den. Selbstgemachter Hustensaft und das Zeug wirkt Wunder. Bon Appetit. So, der steht jetzt den ganzen Tag schon im Kühlschrank. Boah, riecht das nach Zwiebel hier. Den nehmt ihr raus, den gießt ihr jetzt wie gesagt durch ein Sieb in eine Tasse, beziehungsweise in einen Becher oder ein Glas. Restzwiebel mit Honig wieder in den Kühlschrank und bon Appetit. Yummy.